Und flockig geht's weiter mit Mass Effect. Hallo. Hallo. Mit dem Masseneffekt. Auf Vern unterwegs. Schlagen wir Zit. Und da sieht man mal wieder der... Wer hier auf Vern. Ist das jetzt mit Absicht, oder? Ja, das war Absicht. Dann will der Spacki Kerze gerade nach oben fahren. 90 Grad Steigung. Hat eine super Physik, das Teil. Warte mal, ich will gerade mal was probieren. Damit muss ich auch mal fahren. Ja. Und da ging er baden. Ja, das funktioniert. Ich wollte es nur mal testen. Ob da nicht irgendeine Hand ist oder so. Aber es funktioniert. Komm, spielen wir Nautilus. 20.000 Meilen und so mehr. Oh Mann. Oh mein. Ich glaube, Vanni denkt sich, wo bin ich denn hier gelandet? Hergekommen? Nur Verrückte hier. Ach, sowas denke ich doch nicht. Nein. Ich mag den Marco. Ach nein, Scheiße. Was machst du denn? Ich wollte ins Tor reinfahren. Hat man gesehen. Scheiße. Ja, da schlawinert er sich an der Eckkante, aber es hat nicht funktioniert. Da will man einmal Geronimo machen und dann klappt es nicht. Da klappt es nicht. Da hat mein Plan nicht funktioniert. Das war ein Schuss in den Ohr.
Definitiv. Wir haben auch hier ein sehr hügeliges Gelände. Teilweise. Aquaplaning. Ja, das auf jeden Fall. Scharf geschossen. Ich versuche mal durchzupreschen, vielleicht klappt das ja. Einfach nur durchfahren. Einfach nur durchfahren. Ich glaube, du solltest noch an dem Marco noch ein A ranmachen für Anfänger. Achtung, Anfänger. Da bin ich auch dafür. Nicht hergekommen. Sag das Navi. Das ist blockiert. Oh. Dafür müsstest du die ganzen Gegner eben halt töten. Damit das, glaube ich, blockiert wird. Ja, ich fahre hier gerade quasi blind durch die Gegend. Wir werden beschossen. Wir wurden getroffen. Das sieht ja lustig aus. Guck mal, Alter. Dein Wagen brennt. Reparieren. Hau ab. Hau ab. Ich glaube, das war ein gänzlich schlechter Standort für eine Reparatur. Geh wie Gap. So, jetzt rückwärts fahren. Komm, fahr rückwärts. Was? Geht nicht mehr. Wap, 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 wap. Ich glaube, ich muss mich vorkämpfen, um was weiter zu triggern. Und hier hatte Vanni damals keine Lust mehr gehabt. Schon doch, aber bin eben halt öfters mal gestorben, ne?
Ich bin es dann taktisch angegangen. Ja, wenn es mit der Geronimo nicht klappt, dann muss Taktik her. Wenn es mit der Geronimo nicht klappt, muss Mauscherie her. Mit der Piemont-Kirsche. Und der Schnaps. Nur bei den Seerachs. Die Schnapsbrennerei. Feinde gesichtet. Der ist weit geflogen. Du sagtest ja, dass du auch mal Kehlensteiner probiert hast. Ja. Hast du eine Flasche oder einen kurzen? Ein kleines Glas. Und sofort wieder raus oder bliebst drin? Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Ja, das Zeug ist stark und scharf zugleich. Kurzen Moment. So, ja, es war ziemlich scharf. Bist du ja wieder. Ja. Ah, das schneidest du raus, oder? Das schneide ich raus, ja. Ah, gut. Ja, Serax, das war ziemlich scharf. Bist du mehr Schärfe gewöhnt, oder? Durch scharfes Essen, ja. Bei dir weiß ich bloß durch diese Currywurst-Aktion da mit den 4 Dezibit. Dezibel nicht, Skobbel. Skobbel. Aber man sollte ja auch sowas Scharfes nie auf leerem Magen essen. Nee. Und das war ja auch mein Fehler. Ein paar Tage später habe ich dann das nochmal gemacht. Ja, auch mein Fehler lernt man. Hab diesmal aber was Fettiges zu mir genommen davor und die ging runter wie Butter. Lol. Ich glaube sogar die war 700.000 Skrubbel scharf. Weiß ich gar nicht mehr. Entweder 500 oder 700.000. Hast du Serax alles probiert? Dann habe ich das mal mit Freunden durchgezogen. Dem einen wurde fast schlecht, weil das so scharf ist. Ich habe mir den Ast abgelacht, weil es für mich nicht einmal so scharf war. Bekam zwar die Tränen, ich habe geheult wie ein Schlosshund, aber es war so lustig. Der andere durfte auch mal probieren. Und bestimmte Schärfe brennt ja auch auf der Haut. Bevor der probiert hat, habe ich ein bisschen von der Soße auf meinen Finger und ihn dann über den Nacken gestrichen. Geschichten von der Serax. Der hatte dann so rund Streifen da. Das hat gebrannt. Gebrannt wie Zunder. Aber ich würde mal behaupten, bei mir ist dann irgendwann mal ab so einer Bio ist dann Schluss mit mir. Da habe ich dann auch keinen Nerv mehr. Also ich soll es ja auch noch überleben.
Meines Wissens hat ja der Kehlschneider nicht eine Pilotsgruppe, sondern so was in dem Sinne 800.000 oder so. Der Serax kennt sie auch mit den Zahlen. Plus 80% Alkohol, also das mit dem Strohhut, das war ja schon so eine Sache, wo ich es zum allerersten Mal probiert habe. Jetzt mittlerweile kann ich tatsächlich das Zeug runterschlucken. Überhaupt. Tja, dein Video letztens. reparier! Und dann, jetzt muss ich mir nur noch vorstellen, es ist mindestens so scharf wie die Currywurst. Ich glaube, ich würde schreien. Stehen unter Beschuss. Ich glaube, da kriegst du keine Luft mehr dann. Nee. Wir wurden getroffen. Du brennst doch. Hau ab, Mensch. Okay, jetzt repariere dich nochmal. Bevor du in die Luft Ich kann's gehst. Leider nicht mehr. Ich muss ja gerade aufladen wieder. Kannst du jetzt? Nee. Der brennt immer noch. Schnell, nimm Wasser! Naja. Dann sollte ich mich mal zurückziehen, irgendwo wo sicher ist und dort speichern. Nein, nicht, dass du gleich in die Luft gehst, weil es da unendlich brennt bei dir. Ja, das wäre nicht sehr gesund. Ich habe gehört, brennt sei allgemein nicht so gesund. Das stimmt. Also das hat zumindest mein Arzt gesagt. Brennen ist ungesund. Und der Mechaniker sagt das gleiche. Ich hätte jetzt extra einen Speicherpunkt gemacht, nicht dass du jetzt in die Luft gehst. Hm? Oh, nix, schon gut. Der Spacki geht auf Risiko. Und jetzt kabum. Ich würde mir so den Ast ablachen. Kabum, laden, kabum, laden. Dann müsst ihr die Mission nochmal ganz neu machen. Ja, das wird doof. Ja, das wäre nicht so prickelnd. Ich würde immer behaupten, ich gebe dir mal einen Rat, lösch dich. Wenn das mal so leicht gehen würde. Ah, mein Schild ist wenigstens ein bisschen aufgeladen jetzt. Vielleicht ins Wasser reinfahren. Den Effekt hatten wir schon, Serax. Verstehe ich auch nicht, weißt du, er fährt die ganze Zeit durch Wasser und ist kein trotzdem. Ja gut, es ist ja eigentlich auch so Treibstoff, der brennen müsste. Und Öl und... Noch mehr Öl. Oder der Maggie, der Schmacki, kriegt wieder ein Köpfer hin oder eine Rolle. Der Spacki fährt ins Wasser, um sich zu löschen. Spielt Nautilus. Je näher du rangehst, desto mehr machen deine Kanonen auch Schaden. Müsste ich, wenn hier mal hinterm Felsen zu halten. Obwohl, dass der Kehlschneider... dass man da keine Luft mehr kriegt, das hat ja auch, glaube ich, Cole, die uns gezeigt. Ja, hat er. Aber irgendwie ist die Neugier verleiht eins zu sowas Idiotischem. Ja. Jetzt bin ich auch neugierig geworden.
Bleib am besten da erstmal, bleib. Speicher vielleicht ein bisschen ab oder so. Ja, aber nicht auf denselben Punkt. Ach, kann man nicht. Ah, reparieren kann man auch nicht. Scheiße. Ja, das ist jetzt eine blöde Situation. Ich würde sagen, du versuchst immer im Kreis zu fahren und immer also um den herumfahren und immer schön auf Distanz geben. Bleiben. Gesagt und nicht getan. Fahr weiter. Es ist doof, dass der Marco keine Raketen hat. Ja, das ist wirklich doof. Tja, der Marco hat halt einen kurzen. Das ist der einzige auf dem Platz. Achtung, Überhitzung. Hülle ist beschädigt. Du kannst mit großen Geschütz. Fahr mal weg. Du kannst reparieren, glaube ich. Am besten hinter einem Felsen oder so, da wo keiner ist. Ja. Ah ja. Hä? Hab ich da auf ein Kleingeschütz getroffen? Ich glaube, irgendwo war noch ein Kleingeschütz. Muss man wirklich alles umbringen? Kann ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen. Aber das ist gerade ein guter Moment, um zu sagen, Cut, bis zum nächsten Mal. Ciao.